Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Eigentlich schon fast auch Mountainbike-Blog. Ja, die Mountainbike-Touren, die ich mache, die sind ja ähnlich wie das Wandern, von daher passt das schon. Und mir macht das halt im Moment riesen Spaß. Und ja, heute Abend nehme ich euch mal mit zum Herthasee. Fahre ich jetzt erstmal hin. Und von da aus gucke ich dann mal, wie ich weiterfahre. Mal sehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bis Gelbachtal, Lahntal, mal sehen. Jetzt geht es erstmal zum Herthasee. Ich hoffe, ihr bleibt dran und kommt mit. Ja, habe ich jetzt doch dazu entschlossen, durchs Gelbachtal zurückzufahren, weil hier auf der Seite vom Gelbachtal war ich auch schon ewig nicht mehr. Und ja, außerdem gibt es eine schöne, tolle Abfahrt runter. Die werde ich mal mitnehmen. Und ja, wie gesagt, hier am Herthasee ist immer wieder schön. Es sind sogar noch Leute schwimmen gewesen heute Abend. Und ja, es ist immer wieder herrlich hier. Im Sommer fahren wir relativ oft hierher zum Schwimmen abends nochmal nach Feierabend. Und ja, wie ihr gesehen habt, gibt es ja auch einen Wohnmobilstellplatz. Wäre vielleicht für euch, Mike und Heidi, viele Grüße an dieser Stelle, um da mal einen kleinen Stellplatztest zu machen. Also in diesem Sinne, weiter geht's. Thank you.
Na Leute, das war schon wieder meine Tour heute. War wieder wunderschön, hat mir wieder richtig super gut gefallen. Wieder eine sehr abwechslungsreiche Wegeführung mit sehr vielen unterschiedlichen Untergründen. Die Abfahrt ins Gelbachtal runter oben von Horhausen runter war natürlich super. Auch am Herthasee oben war es ganz toll. Dann der Aussichtspunkt, die Hohe Leih. Also wirklich ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, das waren jetzt so knapp 29 Kilometer. Ich habe jetzt noch so 500 Meter ungefähr bis nach Hause. Und ja, wie immer verlinke ich die Tour nach Komoot in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso viel Spaß wie ich. Seid das nächste Mal auch wieder dabei und demnächst kommt auch wieder mal ein Wandervideo. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, frisch auf und bis bald. Euer Sascha. Ciao.